Ja, und wir haben den Philipp Sandner hier zu Gast als nächsten Referenten. Das Programm geht weiter, ist gespickt mit ja, ganz vielen Informationen und er ist Experte für Kryptoassets, Wirtschaftswissenschaftler, also kein reiner Wirtschaftler, kein reiner Trader, sondern ein Wirtschaftswissenschaftler. Und das bereichert ja auch so ein bisschen die Diskussion um diese Asset-Klasse. Ja, und er wird über die Entwicklung zur eigenen Asset-Klasse hier Stellung nehmen und wird natürlich auch auf die Entwicklung am Kapitalmarkt, wenn zum Beispiel neue Kryptofonds hier ins Leben gerufen werden, eingehen. Das ist ein Riesenthema, weil viele Anleger sich noch ein bisschen scheuen, die Krypto selbst zu kaufen, sondern den traditionellen Weg gehen und dann eben über diese Kryptofonds zum Beispiel investieren und damit auch breiter aufgestellt sind. Kannst du mich schon hören? Ja, wunderbar. Ich hoffe, man hört mich ebenfalls. Sehr schön, wunderbar. Mensch, du bist im Norden und auf so einer kleinen Hütte und genießt den Wintereinbruch oder Nein, es ist ein virtuelles Bild? Schweizer Chalet, aber es ist eben dann doch leider nur ein digitaler Hintergrund. Ich sitze in einem relativ normalen Büro. Alles gut. Digital ist ja auch das Thema. Insofern sind wir schon mittendrin im Thema. Ich habe schon ein bisschen was über dich erzählt. Du kannst ja selber auch das noch ergänzen, falls ich da nicht zu tief, ich wollte nicht zu tief reinbohren und auch nicht dir die Redezeit wegnehmen, denn in der kommenden Stunde werden wir uns hier auf die Kryptoassets fokussieren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wir sortieren im Hintergrund die Fragen bei F&A, Q&A und geben dir die gesammelt dann am Ende des Vortrags gern nochmal an die Hand. Perfekt, dann starte ich einfach, oder? Gerne. Genau, klasse. Ja, also wir haben uns auch überlegt im Vorfeld bei der Organisation, dass wir den Vortrag zweiteilen, vorneweg das Thema Kryptowährungen. Wir können dann zwischendrin auch gerne eine kleine Fragerunde noch einbauen, wie gewünscht. Und dann kommt der zweite Teil, wo wir über das Thema Kryptofonds noch spezifisch sprechen wollen. Und da habe ich quasi, wenn man so will, noch meinen Kollegen mitgebracht, den Felix Fernandes, der sich bei den Kryptofonds besonders gut auskennt. Mit dem haben wir quasi gemeinsam diese Kryptofonds einmal durch die Mangel gedreht. Und deswegen halten wir quasi dann das letzte Drittel der Folien oder die letzten 40% gemeinsam. Dann würde ich jetzt einfach mal starten. Ich hoffe, der Felix ist jetzt auch hier drin und kann mich so langsam hören, sodass er dann auch aktiviert werden kann als Speaker. Felix, das Also ich bin da, ne? zu klären. Ach super, da klappt es ja wunderbar. Und dann würde ich jetzt einfach direkt mal die Folien starten und bräuchte vielleicht ein Signal von jemandem hier, der Alles mir super, sagt, ob man alles die super. Folien sieht. Bestens. Ja, perfekt. Gut, dann geht's jetzt los. Wir haben das Blockchain Center gegründet an der Frankfurt School of Finance. Der Felix Fernandes ist allerdings nicht dort an der Uni beschäftigt. Er ist Geschäftsführer von Open Metrics, das ist eine Firma aus der Schweiz, und auch CEO von 21 E6. Das ist so eine Art Investment Advisor. Das kann der Felix aber nachher viel besser erklären. Meine Rolle ist, wie gesagt, die eines Professors an der Frankfurt School of Finance. Und dort haben wir das Thema Blockchain schon vor 5 Jahren auf die Agenda gesetzt. Inzwischen beschäftigen wir uns eigentlich mehrheitlich mit Kryptowährungen, Decentralized Finance, Ethereum und so weiter. Und im Vergleich auch zu dem Vortrag von vorher, aber ehrlich gesagt eher mit der fundamentalen Analyse. Also wir erforschen und kümmern uns nicht um dieses tagtägliche, minütliche Zickzack mit dieser unglaublichen Volatilität, sondern wir beschäftigen uns eigentlich eher mit dieser fundamentalen Fragestellung, wohin eigentlich mit den Kryptowährungen in den nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, woher kommen wir, wo gehen wir hin und so weiter. Also das hat eher so eine Langfristbetrachtung, einfach das mal kurz vorneweg. Und das Frankfurt School Blockchain Center müssen Sie sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Fraunhofer-Zentrum. Wir haben einen sehr praktischen Einschlag. Wir machen Konferenzen, Beratungsprojekte, Ausbildung innerhalb der Uni bei den Studenten, Ausbildung außerhalb bei Banken und so weiter und so fort. Das ist letztendlich unser Profil. Aber jetzt direkt zum Thema. Um einfach ein bisschen den Kontext zu geben, wo wir gerade stehen, vielleicht folgendes. Der Blockchain-Bereich fängt sich jetzt langsam an aufzufächern in verschiedene Domänen. Deswegen sieht man hier zum Beispiel den Bereich der digitalen Wertpapiere, also auf Deutsch, auf Englisch Digital Securities, auf Deutsch, elektronische Wertpapiere. Das entsteht jetzt mit einer sehr großen Dynamik dieser Tage, nachdem, jetzt vor einigen Monaten die Gesetze in Deutschland hierfür in Kraft getreten sind. In der Schweiz sind die schon ein bisschen länger aktiv, die Gesetze, für diesen Bereich. Und dementsprechend sehen wir jetzt, dass Banken, Börsen, Anwälte und so weiter sich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen.
Dann eine eigene Domäne, die jetzt auch entsteht, aber mit einer positiven Entwicklung, aber ein bisschen langsamer, ist die Entwicklung um den digitalen Euro. Das ist die Fragestellung, wie ich den Euro auf ein Blockchain-System bringe. Das ist weiterhin der Euro, wie man ihn kennt, mit Inflation, ohne Inflation, egal wie, es ist quasi der Euro, aber eben technisch gesehen auf einer neuartigen Infrastruktur, eben auf einem Blockchain-System oder auf etwas Ähnlichem. Dann hier das Thema dezentrale Assets, das heißt, hier ist der Bitcoin drin, Ethereum, Decentralized Finance und so weiter und so fort und private Stablecoins, das ist quasi sowas wie Facebooks Projekt Libra, was mal skizziert wurde. Hier sieht man das vor zwei Jahren letztendlich die sogenannten Krypto-Verwahrregeln in Deutschland in Kraft getreten sind, die ermöglichen eine relativ gute Regulatorik für die dezentralen Assets auf Seite der Banken, sodass eine Bank in Deutschland inzwischen Kryptowährungen und Ähnliches halten kann im Auftrag ihrer Kunden. Das macht bis jetzt noch kaum einer, weil die IT-Infrastruktur noch aufgebaut werden muss. Aber das Gesetz ermöglicht es letztendlich schon seit zwei Jahren. Und dementsprechend sind es Firmen wie die Börse Stuttgart zum Beispiel oder auch Coinbase, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen und entsprechende Lösungen für die Kunden auch schon anbieten. Dann, wie vorher schon gesagt, das elektronische Wertpapiergesetz, was in Kraft getreten ist, erfordert inzwischen auch einiges an Arbeit, einiges an Dynamik. Und da sieht man wirklich, dass das Thema sehr, sehr, sehr gut vorangeht. Dazu kommt noch das Fondsstandortgesetz, was auch noch in Kraft getreten ist in Deutschland. Das ermöglicht Fonds, die in Deutschland ansässig sind, bis zu 20% ihrer Assets in Bitcoin zu investieren. Ja, das hat wirklich also international für Furore gesorgt, dass dieses Gesetz wirklich von der Bundesregierung in schwarz auf weiß steht da drin, dass ein Fonds, wenn er möchte, vom Gesetz her zumindest gerne 20% Bitcoin oder andere Kryptowährungen kaufen darf, wenn er möchte. Das ist schon sehr bemerkenswert. Ist aber noch nicht passiert. Also das Gesetz ermächtigt Unternehmen für alle möglichen Dinge, aber die Unternehmen selber brauchen noch eine Weile, bis sie das Thema verstehen und dann entsprechende Kundenlösungen aufbauen. Und dann kommt die MiCA-Regulierung, wahrscheinlich im Jahr 2023. Die reguliert alles, was mit Blockchain und Kryptowährungen und so zu tun hat, einheitlich für den gesamten europäischen Kontinent, also für die EU, also Schweiz und so weiter natürlich nicht, aber für die EU. Und damit hat man hier ein sehr spannendes Regulierungsregime, was alles, was mit Kryptowährungen zu tun hat, reguliert und zwar in einer relativ konstruktiven, positiven Weise für mehr als 400 Millionen EU-Bürger. Also das ist auch relativ massiv. Wer hier jetzt sagt, dass Kryptowährungen unreguliert sind, der hat es ehrlich gesagt nicht verstanden, weil Sie sehen hier, dass wirklich alles begonnen wird zu regulieren. Das ist sehr positiv, das erzeugt einen gewissen Anlegerschutz. Und man muss hier auch anerkennen, dass Regulierung was anderes ist als ein Verbot. Regulierung heißt, dass man den Bürgern hier in Europa diese Dinge alle ermöglicht und freiheitlich jeder entscheiden kann, was er hier macht. Allerdings sind im Rahmen der Regulierung natürlich bestimmte Dinge unterbunden, wie Geldwäsche, Steuerbetrug, unregistered securities und durch die MiCA dann auch Preismanipulation und Ähnliches. Das wird dann alles quasi reguliert. Aber ich persönlich finde das alles eine sehr gute Lösung und einen sehr guten Weg. Wo sind wir jetzt im Technologiezyklus? Was Sie hier sehen, ist die Smartphone-Kurve. Wir haben 2005 angefangen mit dem Apple iPhone, damals noch in der Version 1. War eigentlich kaum brauchbar, war viel zu groß, viel zu schwer. Es gab auch keinen Datenverkehr und gar nichts, hat nicht gut funktioniert. Aber so beginnen eben Innovationen. Inzwischen sind wir hier 2021 bei dem Smartphone, zumindest bei Apple in der Version 13 oder 14 oder 15, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also hinter uns liegen einige Generationen Smartphones und zig Länder, in die Smartphones verkauft wurden. Also es sind wirklich Dutzende Milliarden an Endgeräten, die hier verkauft werden. So sehen Innovationsrevolutionen aus sozusagen. Also von 0 auf 100%. Und vom Zeitlauf her hat es eben jetzt einfach 10, 15 Jahre gedauert, bis wirklich die ganze Menschheit über Smartphones verfügt. Kann man eigentlich nicht anders sagen. Und bei der Blockchain-Technologie sind wir genau hier, also da, wo wir wirklich ganz am Anfang sind. Und wir sehen jetzt so in diesen Jahren, dass die Dynamik merklich zunimmt. Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema, der Bitcoin-Preis geht hoch, Anwälte beschäftigen sich mit dem Thema, junge Leute beschäftigen sich mit dem Thema und so weiter und so fort. Und deswegen ist die Kurve auch klar, wo es hingeht. Es dauert wieder 15 Jahre und dann wird sich die Blockchain-Technologie verbreitet haben.
Und diese Verbreitung der Blockchain-Technologie meint dann konkret, dass irgendwann alle Arten von Wertgegenständen digital abgebildet werden, egal ob der Euro, der Bitcoin, das Wertpapier, die Anleihe, der Kfz-Schein, die Immobilie, alles. Ja, dauert aber 15 Jahre von jetzt an. Und deswegen, ich glaube, der Felix kann das bestätigen, deswegen ist das momentan ein außergewöhnlich spannender Bereich, weil einfach die Dynamik zunimmt. Das sieht man hier auch an der Steigung von dieser Kurve, die hier eingemalt ist. Alle Leute sind sehr hoffnungsvoll für die nächsten Jahre. Die Unternehmen fangen an, Jobs zu schaffen. Junge Leute fangen an, das Thema Programmierung hier zu lernen. Und etablierte Banken gehen in den Bereich. Startups werden gefundet. Also wer jung ist und Lust hat und Zeit hat, sich das Thema mal anzueignen und da auch ein bisschen Zeit zu investieren, bis es verstanden hat, das ist wirklich die beste Chance für eine tolle Karriere. Egal ob in der Firma, in der Behörde oder durch die Gründung von einem Startup. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wer heute sich intensiv mit Blockchain beschäftigt, der wird nie arbeitslos werden. Nicht in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, weil es einfach unendlich viel zu tun geben wird. Jetzt zum Bitcoin. Was hier zu sehen ist, ist quasi mal eine Illustration des Bitcoin-Netzwerks. Das ist quasi ein weltweites Netzwerk, was aus 10.000 und mehr, also ich glaube, es sind sogar 12.000 Rechenknoten besteht. Und das sind die sogenannten Public-Blockchain-Systeme oder man könnte auch sagen, die dezentralen Crypto-Asset-Systeme, dezentrale Protokolle. Ethereum gehört dazu, Bitcoin gehört dazu und so weiter. Das sind letztendlich zusammengeschaltete Rechner, die sich weltweit miteinander synchronisieren. Und Bitcoin, das ist ganz wichtig, Bitcoin ist nicht ein Computer, Bitcoin ist auch nicht die Mining-Anlage, Bitcoin ist auch nicht der Software-Code, sondern Bitcoin ist aus meiner Sicht am besten beschrieben, wie das wirklich weltweit zusammengeschaltete Netzwerk von 10.000 Rechenknoten, die überall auf der Welt sitzen und sich alle 10 Minuten automatisch synchronisieren. Und das hat eine ganz wesentliche Implikation, weil wenn sich hier 10.000 Rechenknoten weltweit automatisch synchronisieren und innerhalb des Netzwerks gibt es kein Machtzentrum, ja, also keinen CEO, keine Firmenzentrale, die das alles koordiniert. Das bedeutet ja dezentral. Das bedeutet dann, dass sie einzelne Rechenknoten, auch ganze Länder wie zum Beispiel China, aus diesem System rausnehmen können und das Gesamtnetzwerk in Gänze überlebt trotzdem. Das wiederum hat eine ganz wesentliche Implikation, nämlich sie können Bitcoin nie wieder ausschalten. Das wird von vielen Leuten nicht verstanden und die Implikationen von etwas, was sie nicht mehr ausschalten können, werden ehrlich gesagt auch nicht verstanden, weil die Implikation eines Systems, was nie jemand ausschalten wird können, letztendlich sind, dass das System die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre und weiter darüber hinaus weiterlaufen wird, genauso wie es die letzten 10 Jahre auch gelaufen ist. Es gibt auch inzwischen aus meiner Sicht keinen Staat mehr, keine fremde Macht mehr, niemand, der in der Lage wäre, das Netzwerk lahmzulegen oder auszuschalten. Wer Bitcoin ausschalten möchte, müsste das Internet ausschalten und auch das ist aufgrund der Architektur unmöglich. Demgegenüber gibt es die sogenannten Enterprise-Blockchain-Systeme. Da geht es darum, dass zum Beispiel Konsortien von Banken sich finden und sich gemeinsam ein Blockchain-Netzwerk geben möchten. Da gibt es dann eine betreibende Gesellschaft, die letztendlich das Geschehen in dem Netzwerk organisiert. Es könnte ein Verband sein, eine Stiftung oder eine Firma oder was anderes. Und damit habe ich hier auf dieser rechten Seite durch diese Firma, die das organisiert, letztendlich auch von Staats wegen einen Ansprechpartner, den ich ansprechen kann, den ich auch vor Gericht laden kann, der auch haftbar ist und der letztendlich dafür gerade steht, dass die Regeln eingehalten werden. Eine solche Legal Entity gibt es auf der linken Seite nicht. Das heißt, auf der linken Seite habe ich wirklich die pure Technologie, die im Internet hängt. Auf der rechten Seite habe ich die Technologie eines Blockchain-Netzwerks verpackt in eine Rechtsform und diese Rechtsform unterliegt dem Recht in dem Staat, wo die Rechtsform eben eingetragen ist. Das ist der wesentliche Unterschied. Und jetzt ganz kurz zu den Fakten. Diese Systeme hier auf der rechten Seite, die sogenannten Enterprise-Blockchain-Systeme, haben bis jetzt eigentlich nicht gehalten, was sie versprochen haben. Die Banken international, Firmen, Siemens, Daimler, Industrie und so weiter, beschäftigen sich seit Jahren mit diesem Thema. Am Ende des Tages kam eigentlich nichts weiter raus als 4 bis 5, ein paar sehr fortgeschrittene Prototypen. Also nach einigen Jahren, das ist ehrlich gesagt eher mau. Auf der anderen Seite haben wir auf der linken Seite hier in dem Kryptowährungsbereich ein tägliches Transaktionsvolumen von 80 Milliarden US-Dollar pro Tag. Das sind also
Billionen pro Monat, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, da werden wirklich echte Werte verschoben und zwar wirklich in sehr, sehr, sehr großen Volumina hier auf der linken Seite, wohingegen auf der rechten Seite Stand heute eigentlich gar keine echten Transaktionen passieren, sondern letztendlich nur ein paar fortgeschrittene Prototypen über die Jahre entstanden sind. Also das sind einfach die nackten Zahlen. Das heißt, 99% der Aktivität ist auf der linken Seite und vielleicht 1% der Dynamik, 1% der Aktivität auf der rechten Seite. Wichtig ist hier, dass gerade Ansätze wie Ethereum zum Beispiel als Infrastruktur angesehen werden können für den Werteverkehr. Und damit lassen sich diese verrückten Krypto-Ökosysteme auf der linken Seite natürlich auch koppeln mit existierendem Recht. Zum Beispiel kann ich eine Aktie nach Schweizer Recht oder eine Schuldverschreibung nach deutschem Recht auf Ethereum-Basis obendrauf schrauben. Und damit hätte ich die alte Welt mit der neuen Welt versprengt, obwohl ich technisch gesehen auf der linken Seite in diesem Krypto-Ökosystem unterwegs bin. Ja, das heißt, meine persönliche Meinung ist momentan, dass die Systeme hier auf der rechten Seite eigentlich nicht funktioniert haben, auch weiterhin nicht groß funktionieren werden. Das zeigt letztendlich diese unglaubliche Dynamik, die man vor allem hier auf der linken Seite sieht. So, jetzt weiter rein zum Thema Bitcoin. Der Bitcoin ist momentan die Nummer 1. Der Screenshot hier ist jetzt schon ein paar Tage alt. Der Bitcoin ist momentan, ich schaue mal kurz nach, bei, glaube ich, 62.000 US-Dollar pro Bitcoin. Die Kapitalisierung von dem Bitcoin ist momentan bei 1,2 Billionen US-Dollar, also Trillions in US-Dollar, Billionen in Deutsch. Ethereum ist die Nummer 2 und weiter. Von diesen Kryptowährungen gibt es weit über 1.000 Stück, also einige Tausend gibt es davon. Aber letztendlich ist es sehr, sehr, sehr ungleich verteilt. Wir haben Bitcoin und Ethereum ganz oben. Beide vereinen ungefähr 65% aller Werte auf sich und die anderen Ränge, Position 100 bis 5000, vereinen vielleicht 2 oder 3% des Werts auf sich. Das ist auch der Beweis dafür, dass wenn man sich mit Kryptowährungen initial beschäftigen möchte, sollte man oben anfangen, also bei den großen Brocken, und sollte man wirklich skeptisch sein bei irgendwelchen Coins und Tokens, die einem im Internet teilweise angeboten werden. Ist ganz gefährlich, deswegen erst sich mit dem Thema beschäftigen. Das bedeutet erst mit Bitcoin, dann mit Ethereum von oben nach unten. Und wenn man sich dann wohlfühlt, dann kann man theoretisch auch auf die Ränge 100, 200, 1000, 2000 weiter schauen. Aber am Anfang, vom Verständnis her, oben anfangen, das wäre mein wirklich eindringlicher Rat, weil es eben gerade in diesen unteren Rängen bei den kleinen Projekten wirklich sehr, sehr, sehr viele Betrügereien gibt. Der typische Preisverlauf auf der langfristigen Seite ist zum Beispiel hier zu erkennen. Da sieht man jetzt, dass der Bitcoin jetzt sich mal auf dieser Grafik hier seit 7 Jahren preislich natürlich belegt hat. Und so eine Grafik, die sieht man typischerweise in der FAZ oder in der Wirtschaftswoche oder im Internet. Und da sieht man gefühlt zumindest, dass eigentlich sich über Jahre hinweg, 2014 bis 2017, gar nichts passiert. Es sieht aus wie eine Nulllinie. Und plötzlich entsteht eine gewisse Aktivität 2018 und jetzt 2021 geht der Preis gefühlt senkrecht nach oben. Da wird man natürlich skeptisch, ist aber letztendlich auch eine Frage der Perspektive, weil ich der Meinung bin, dass solche Abbildungen nicht gemacht werden sollen. Warum? Weil die Y-Achse nicht logarithmiert wird. Wenn ich mir die exakt gleichen Preiskurven anschaue, Preisdaten anschaue, auch über 7 Jahre, aber ich nehme auf der Y-Achse den Logarithmus, dann sieht die Kurve nämlich anders aus. Da sieht man hier einen aus meiner Sicht sehr deutlichen Aufwärtstrend, in dem der Bitcoin begriffen ist. Und zwar, der geht über Jahre hinweg. Es gibt auch meines Erachtens niemanden, der diesen Aufwärtstrend in irgendeiner Weise stoppen sollte. Also wirklich nicht. Und was man hier auch sieht, ist, dass die Volatilität auf Wochenebene und auf Monatsebene sehr, sehr, sehr hoch ist. Das heißt, wenn ich kurzfristig agiere und zum falschen Zeitpunkt einsteige, dann kann ich natürlich einen Verlust von 30 oder 40% in den Büchern haben. Und deswegen ist quasi hier wirklich auch meine dringende Empfehlung, Dinge wie Bitcoin, Kryptowährungen und so weiter als wirklich grundlegende Technologie zu verstehen. Nicht zum Zocken, sondern eher als grundlegende Technologie. Den Bitcoin kauft man, legt sich in sein Portfolio und wartet einfach mal 2, 3 Jahre ab und versucht gar nicht erst zu traden, weil die Volatilität enorm ist. Aber wenn Sie das langfristig betrachten, das sehen Sie hier, dann waren Sie bis jetzt immer auf der richtigen Seite. Und ich bin relativ stark davon überzeugt, kann es aber natürlich auch nicht garantieren,
dass es in den nächsten Jahren so weitergeht. Das alles wird unterstützt durch fundamentale Daten, wie zum Beispiel hier in Orange dargestellt, die Anzahl der aktiven Bitcoin-Adressen. Sieht man auch, dass das einer gewissen Volatilität unterliegt, aber im Großen und Ganzen ist auch hier ein Aufwärtstrend erkennbar. Und auch hier, es ist nicht erkennbar, dass irgendjemand diesen Aufwärtstrend von heute auf morgen umkehren würde, sodass diese Zahlen plötzlich rückläufig sein würden. Die Kapitalisierung, wie schon gesagt, ist ein alter Screenshot, ist inzwischen bei 1,2 Billionen. Ethereum ist die Nummer zwei. Beides gemeinsam hat immer so 60-65% Marktanteil. Das erklärt auch, warum zum Beispiel die Börse Stuttgart, die deutsche Börse und große Investmentfonds sich zunächst mal mit den großen Brocken hier beschäftigen, also von oben nach unten gehen und diese kleinen Tokens, die auch schwierig zu analysieren sind, erstmal ignorieren. Also jetzt nochmal tiefer reingetaucht in den Bitcoin. Wo stehen wir denn eigentlich? Der Bitcoin war damals schon, als der Preis ungefähr bei 20.000 US-Dollar war, ja, so alt ist dieser Screenshot, damals war der Bitcoin schon also so eine Art größte Finanztechnologie, weitaus größer als Visa, JP Morgan, Mastercard, PayPal, Bank of America, ICBC und so fort. Das heißt, der Bitcoin ist, wie man hier sieht, damals schon ein gewisser Brocken geworden, jetzt natürlich erst recht. Deswegen fragt man sich immer, wie man den Bitcoin immer noch ignorieren kann. Wenn man sich anschaut, in welche Assets man sein Geld investieren kann, dann kann ich das in Gold investieren. Das ist das weltgrößte Asset, nicht Asset-Class, also nicht Asset-Klasse übrigens, sondern das Gold ist letztendlich das größte Asset auf der Erde. Dann gibt es natürlich Aktien wie Apple, Microsoft und so weiter. Und in diesem Ranking ist der Bitcoin inzwischen schon auf Position 8 angekommen, weil er auch jetzt seit ein, zwei Wochen Facebook überholt hat. Also er ist quasi eine Position hinter Silber. Ist auch ein Beweis dafür, dass man Bitcoin eigentlich inzwischen nicht mehr ignorieren kann. Deswegen erstaunt es immer und verwundert es auch immer, dass verschiedene Leute all diese neuen Technologien einfach immer noch so ein bisschen mit der Hand wegwischen, systematisch skeptisch sind, sich nicht mit dem Thema beschäftigen wollen und so weiter. Das überrascht immer wieder, weil man einfach inzwischen schon erkennen kann, dass hier etwas heranwächst und herangewachsen ist, was zudem auch nicht angehalten werden kann, hatte ich ja vorher schon erklärt. Und das macht natürlich auch eine gewisse Faszination aus zu diesem ganzen Thema. Wer Bitcoin verstehen will, der muss sich vor allem mit diesem Thema Knappheit beschäftigen, weil die Scarcity, also diese Knappheit, letztendlich technisch garantiert ist. Und dieses Anerkennen, dass diese Knappheit eben technisch garantiert ist, dieses Anerkenntnis ist letztendlich aus meiner Sicht der Hauptaspekt, um Bitcoin zu verstehen. Wir sind momentan bei ungefähr 18,7, 18,8 Millionen erzeugten Bitcoins. Das ist quasi die Kurve, die hier dahinter liegt. Wir haben so eine Art krumm verlaufende Angebotskurve. Damals in Blau, 2009, gab es noch gar keine Bitcoins. Das heißt, die Umlaufmenge war null. Dann wurden Bitcoins erzeugt. Das ist das Bitcoin Mining. Und über die Jahre hinweg sind wir inzwischen auf 18,8 Millionen Bitcoins herangewachsen an Bitcoins, die erzeugt wurden. Durch das Mining werden weitere Bitcoins erzeugt, allerdings mit zunehmend geringer werdender Wahrscheinlichkeit. Und demnach gehen wir ganz langsam an diese Grenze von 21 Millionen erzeugten Bitcoins hin. Und von Jahr zu Jahr werden im Schnitt jetzt zunehmend weniger Bitcoins erzeugt, sodass irgendwann diese Grenze von 21 Millionen Bitcoins erreicht wird. Das Thema Stromverbrauch ist, denke ich mal, bekannt. Da muss ich nichts dazu sagen. Es ist sehr unschön, es ist leider aber eben auch unabänderlich. Deswegen muss man sich eigentlich eher fragen, welcher Strom wird dort beim Bitcoin verbraucht? Ist es brauner Strom oder ist es grüner Strom? Und hier kann man, naja, also schön ist es natürlich nicht, aber man kann hier zum Glück in Anführungszeichen sagen, dass die durchschnittliche Kilowattstunde, die im Bitcoin-Ökosystem verbraucht wird, grüner ist als die Kilowattstunde, die bei uns hier in Deutschland aus der Steckdose kommt. Innerhalb des Bitcoin-Netzwerks ist der Anteil von grüner Energie zwischen 60-70%. Hier bei der Steckdose hier in dem Raum, wo ich gerade sitze, ist der Anteil von grünem Strom im Schnitt bei, glaube ich, 42%. Also das heißt, der Bitcoin ist zumindest schon mal grüner als die normale deutsche Kilowattstunde. Und trotzdem ist es natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil der Stromverbrauch sehr, sehr, sehr hoch ist. Das ist, denke ich mal, bekannt und kann man auch nichts anderes drüber reden und auch nicht weiter beschönigen. Deswegen ist eigentlich die Frage, ob es
das wert ist, ja. Also wozu gebe ich eigentlich diesen ganzen Stromverbrauch aus? Warum brauche ich das und so weiter? Und hier einfach mal zwei, drei Entwicklungen, die sich jetzt in diesen Tagen ergeben. Hier mal ein Screenshot von Twitter, den ich vor kurzem gemacht hatte. Da wird gesagt, dass jemand den Gegenwert von 475 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Notation versendet von A nach B. Und diese Transaktion erzeugt Transaktionskosten von 15 US-Dollar und dann hier ein bisschen zynisch drunter geschrieben, try that with gold. Ja, das heißt, das ist so die Message. Es gibt keine Technologie auf der Erde, wo ich mit dermaßen geringen Transaktionskosten Werte dieser Art von A nach B transportieren kann. Also hier ist schon mal ein Mehrwert erkannt. Es gibt im Übrigen, da könnte man jetzt noch tiefer eintauchen. Viel spannender ist aber das hier. Der Bitcoin wurde dieses Jahr zur offiziellen Staatswährung gekürt in dem kleinen Land El Salvador. Und in der Folge kann man hier zum Beispiel auf Wikipedia schon nachlesen, dass El Salvador derzeit zwei nationale Währungen hat. Einerseits den Bitcoin und andererseits den US-Dollar. Also es gibt zwei nationale Währungen. El Salvador hat keine eigene Währung mehr, die wurde abgeschafft. Inzwischen gibt es eben diese beiden Währungen. Und das Spannende ist halt, steht hier, dass damals im September, das ist jetzt schon wieder einen Monat her, damals haben 2,1 Millionen El Salvadorianer die staatsbetriebene Bitcoin-Wallet-App runtergeladen. Und man muss wissen, dass in El Salvador 6,4 Millionen Einwohner leben. Das heißt, 2,1 Millionen davon sind bei 30%. Inzwischen wissen wir von dem Staatspräsidenten, der hier abgebildet ist, dass in El Salvador mehr als 50% der Bevölkerung, also mehr als 3 Millionen Menschen, dieses Chivo-Wallet runtergeladen haben auf ihr Handy und quasi verwenden. Dieses Chivo-Wallet ist sowas wie PayPal, sowas wie Revolut, wo man sowohl in Dollar bezahlen kann, digital, als auch in Bitcoin. Und deswegen ist es aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis wirklich Zehntausende Menschen dort, Hunderttausende Menschen dort beginnen werden, in Bitcoin zu bezahlen. Deswegen wird Weihnachten spannend und deswegen wird auch Ostern spannend, weil man dann so langsam rückblickend analysieren kann, ob tatsächlich Zahlungen in Bitcoin vorgenommen werden können und weil damit auch wirklich ein für alle Mal diese Kritik entkräftet wird, dass das Bitcoin-Netzwerk nicht in der Lage sein wird, Massenzahlungen zu bearbeiten. Ja, das höre ich seit 6 Jahren, höre ich diese Standardkritikfrage, ja, aber das Bitcoin-Netzwerk kann nur so und so viele Transaktionen pro Tag abwickeln. Alles richtig, aber die ganze technologische Entwicklung steht ja nicht still. Deswegen kommt hier jetzt, was Sie da sehen, das sogenannte Bitcoin-Lightning-Netzwerk zum Einsatz, was eben sehr wohl Transaktionen von Millionen von Menschen abwickeln könnte. So viel sind es noch nicht. Wahrscheinlich sind jetzt Stand heute hier im Anfang November, ich würde mal behaupten, vielleicht mehrere 10.000 Menschen, die schon in Bitcoin bezahlen in El Salvador. Vielleicht sind es auch schon 100.000, das wird man sehen. Aber Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Das ist ein Trend und der Trend ist tendenziell positiv und es werden mehr und nicht weniger, egal was die Leute sagen. Also die Zentralbanken haben damit ein gewisses Problem, aber man wird sehen, wie sich das eben entwickelt. Und deswegen wollte ich einfach nochmal hinweisen, es gibt schon gute Gründe, warum dieser Stromverbrauch potenziell halt auch positiv sein könnte, weil man dort in El Salvador nun Leuten ermöglicht, ein digitales Konto zu haben, was sie bis jetzt eben nicht hatten. Ja, das heißt, plötzlich haben die Leute ihre Bank in ihrer Hosentasche in Form eines Smartphones, wohingegen davor weit über 30% der Bevölkerung kein vernünftiges Konto haben. Das heißt, ohne Konto waren die auch nicht in der Lage, Familienmitgliedern oder Freunden Geld zu überweisen oder Geld zu empfangen. Das ist ganz anders als hier. Und insofern ist es bemerkenswert, dass das durch diese App Chivo jetzt möglich ist. Ja, und jetzt gehe ich jetzt auf die Zielgerade. Danach übergebe ich an den Felix. Wo gehen wir von jetzt an hin? Was Sie hier sehen, ist ganz spannend. Auf der linken Seite sind Pressezitationen von großen Banken aus Amerika, aus der Vergangenheit. Und auf der rechten Seite die Zitationen der näheren Zukunft. Ich gehe mal da rein. Morgan Stanley zum Beispiel sagt, dass Bitcoin keinen reellen Wert hat und der Wert geht irgendwann mal gegen Null. Wenn man sich das dann jetzt in der jüngeren Vergangenheit anschaut, dann klingt das ganz anders, weil exakt diese gleiche Bank, Morgan Stanley, letztendlich begonnen hat, ihren reicheren Kunden Zugang zu Bitcoin anzubieten. JP Morgan sagte vor einiger Zeit noch, Bitcoin ist ein Betrugssystem und wird irgendwann implodieren. Die gleiche Bank letztendlich sagte aber in der jüngeren Vergangenheit, dass es durchaus Sinn machen könnte,
1% des Portfolios in Bitcoin zu halten. Das gleiche gilt für Goldman Sachs, PayPal, Visa und so weiter. Und was Sie hier sehen, meine ich auch überhaupt gar nicht zynisch, ganz im Gegenteil. Was Sie hier sehen, ist technischer Fortschritt. Das ist die Offenheit in Reinform. Das ist Education. Das ist Change Management, weil die Leute in den Kryptowährungsbereich alle mit einer riesengroßen Skepsis reingehen und beginnen. Das sehen Sie auf der linken Seite. Dann beschäftigen sich die Leute damit. Das dauert 1, 2, 3 Jahre. Und dann ändert sich so langsam die Meinung, wenn man sich damit beschäftigt hat, und kommt am Ende zu einer positiveren Meinung. Diese positivere Meinung über Kryptowährungen entsteht aber erst dann, wenn man sich tiefergehend damit beschäftigt hat. Deswegen kann man auch hier vereinfachend sagen, leider, dass die Leute, die sehr skeptisch sind, sich zumeist nicht mit dem Thema ausreichend beschäftigt haben. Jetzt zum Thema Kryptofonds. Das ist quasi eine neue Entwicklung, die hier entsteht. Da würde ich jetzt aber an den Experten, an den Felix übergeben. Wir haben mit dem Felix, er ist ja auch CEO von 21E6 Capital AG aus der Schweiz. Wir haben mit 21E6 eine Studie gemacht zum Thema Kryptofonds, um das einfach mal zu beleuchten, was hier entsteht und was hier heranwächst. Und diese Folien, die jetzt entstehen, die würde der Felix kurz vorstellen. Felix, ich hoffe, dieser Übergang klappt jetzt ganz, ganz, ganz reibungslos. Also ich hoffe es auch. Könnt ihr mich hören? Ja. Sehr gut. Wollen wir es so machen, dass ich meinen Bildschirm freigebe oder möchtest du die Folien durchklicken? Ja, ich glaube, das ist besser, sonst musst du mir immer Signale geben, das ist ineffizient. Ich habe jetzt ausgeschaltet. Okay. Vielleicht ganz kurz zu 21E6. Also danke für die Einleitung und für die Gelegenheit, heute hier auch 21E6 und das Thema Kryptofonds vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Felix Fernandes. Ich bin seit Januar mit an Bord bei der 21E6. Die 21E6 ist ein Investment Advisor. Also wir beschäftigen uns rund um das Thema Investieren in Kryptos und haben uns jetzt in den letzten Jahren im Grunde genommen sehr intensiv mit der Analyse des Krypto-Fonds-Universums beschäftigt. Und das ist hier mal so ein Auszug aus den sozusagen Erkenntnissen, die wir daraus gewonnen haben. Ein bisschen die Dimensionen, die dieses Universum ausmacht. Zunächst mal ist es ein junges Universum. Wir kommen gleich nochmal zu der Zeitachse. Aber man sieht es einfach daran, dass wir einen Großteil der Fonds, das sieht man hier unten links, die AUM per Fonds, die sind relativ klein. Wenn man sich sowas mal für Aktienfonds anschauen würde, dann wäre diese Grafik genau invertiert. Dann hätten wir relativ viele auf der rechten Seite und nicht mehr so viele auf der linken Seite. Die meisten Aktienfonds müssen, damit sie auch, ich sag mal, kosteneffizient arbeiten können, in der Regel über die 50er, also 50 Millionen Marke kommen. Wenn ich mir das Alter anschaue, was ich eingangs gesagt habe, das geht Hand in Hand mit dieser Entwicklung der AUM. Wir reden hier über wirklich ein junges Universum. Ich meine, Bitcoin gibt es ja schon seit 2009, beziehungsweise, ich sage mal, stabile Daten und Marktpreise und Marktkapitalisierung vielleicht so seit 2012, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Jedenfalls sieht man hier, dass erst 2016 es angefangen hat, sich in diesem Markt so zu entwickeln, dass man sukzessive sieht, wie hier Jahr für Jahr einfach Fonds dazukommen. Also das sind alles junge Fonds, die mit neuen Ansätzen, mit neuen Technologien oder sich in dieser neuen Technologie entsprechend beschäftigen. Viele kommen aus traditionellen Bereichen, also aus der Hedgefondsindustrie, aus dem quantitativen Handel, den klassischen Assets, die auch gesehen haben, dass in dem ganzen Thema rund um Blockchain etc. Einfach sehr, sehr viel an Potenzial steckt, auch Marktpotenzial steckt. Ich bin Julia, die Technikerin aus dem Hintergrund. Ich wollte nur nachfragen, ist es geplant, dass noch keine Folie gezeigt wird? Weil noch sehen wir nämlich keine. Okay, dann warte ich. Nicht sicher. Ja, danke. Irgendwie hat dann das Freigeben offensichtlich dann doch nicht funktioniert. Gib frei, was du freigeben magst. Okay. Jetzt passiert was. Ja, alles klar. Perfekt. Sorry, ich hatte die auf meinem Schirm, aber nicht gesehen, dass die Freigabe nicht funktioniert hat. Okay, aber ich habe das, im Prinzip sieht man jetzt nochmal ganz kurz von unten links die AUM per Fund, was ich erwähnt habe. Dann das Alter der Fonds unten rechts. Also man sieht hier dieses Junguniversum und oben links, das wäre jetzt auch schon der nächste Punkt gewesen. Man sieht hier die Herkunft. Wir haben hier sehr typisch USA getrieben. Also man sieht es eigentlich gerade aus früheren Zeiten auch in der Hedgefondsindustrie,
dass diese Innovationen sehr stark aus der Richtung aus USA getrieben werden. Aber man sieht hier auch ein vor allen Dingen sehr aktives Schweizer, eine sehr aktive Schweizer Community, die hier schon ungefähr 10% der Kryptofonds ausmacht. Das liegt einfach auch an der, ich sage nochmal, wohlwollenden und auch moderneren Regulierung und dann einige andere Länder. Das ist aber dann global zu sehen, aber auch einige aus Europa. Was man auch verstehen muss, ist, dass sich dieses Universum in verschiedene Strategien differenzieren lässt. Die wichtigste Nachricht hier ist, dass wir, das ist wahrscheinlich auch diesem jungen Universum geschuldet, etwa 50% in VC-Fonds, also Venture-Capital-Fonds sind, die eigentlich eher, wenn man so will, klassische Beteiligungslogiken sind. Die versuchen natürlich in entsprechende Innovationen und Themen zu investieren. Wir haben aber auch, und das ist eigentlich der für uns interessante Teil, weil das der liquide Teil ist, eine ganze Reihe von Strategien, quantitative Kombinationen aus fundamentalen und quantitativen, Long Short etc. Das sind einfach eine ganze Reihe von Strategien, die in diesem Markt sich engagieren. Und die versuchen, einen Mehrwert gegenüber einer reinsortigen Allokation in beispielsweise einen Kryptoindex, wie den zum Beispiel den Nasdaq Kryptoindex zu machen oder zu generieren. Entscheidend hier ist einfach die Diversifikations- oder das Diversifikationspotenzial, was man dadurch hat. Das heißt also, über diese Strategien hinweg kann man eine Fondsstruktur kreieren, mit der man sehr feinfühlig sozusagen Risiko und Ertrag steuern kann. Das zeige ich dann in den kommenden Slides. Wenn man sich jetzt mal so, ich mache das jetzt mal einen Tick schneller. Ich zeige jetzt mal die vier Kategorien, die wir jetzt im Prinzip für uns identifiziert haben. Also man kann sozusagen diese Strategien in so eine Art Stilkategorie verpacken oder es reinsortieren. Wie schon gesagt, Venture Capital. Venture Capital verspricht relativ hohe Renditen, weil man einfach sozusagen im Frühstadium einer Technologie an diesen, ich sage mal, Upsides, an den Multiples, die so ein Unternehmen, eine Unternehmensbeteiligung generieren kann, natürlich auch partizipiert. Nachteil, es ist vor allen Dingen nicht liquide. Das heißt also, für die Investition aus einer Fondsperspektive ist schwierig. Sowas ist typischerweise für Family Offices gut geeignet oder für High Net Worth, aber nicht notwendigerweise für eine Fondsstruktur, die natürlich eine gewisse technische Liquidität braucht. Also man muss ja auch seinen Investoren sagen können, wann kannst du deine Anteile denn auch wieder verkaufen. Insofern gibt es drei, mit denen wir uns besonders intensiv beschäftigen. Das ist Market Neutral, das ist Long Biased und das ist Multi-Strategy. Market Neutral sind im Wesentlichen Strategien, die versuchen, wie der Name schon andeutet, netto neutrale Position zu halten. Und die versuchen zwar eher vielleicht kleinere Renditen, aber dafür mit niedriger Volatilität zu liefern. Das ist wichtig. Das braucht man sozusagen als Grundlage für eine Portfolio-Konstruktion. Und die beiden unteren, Long Bias und Multi-Strategy, die haben ein bisschen unterschiedliche Charakteristika. Während die Long Bias eigentlich ein Stück weit den Markt widerspiegeln, häufig mit einer Heuristik, die, ich sag mal, versucht, einen Mehrwert gegenüber dem Markt zu schaffen, also klassisches Alpha, wenn man so will, aus der Marktperspektive. Und während die Multi-Strategy so ein bisschen so eine Mischung aus beidem sind. Und dann kriegt man damit einige Vorteile. Erstens, man kann das Risiko, also das Risikoertragsprofil sehr gut steuern. Und das Zweite ist, man schafft auch durch diese Verteilung auf verschiedene Stile auch eine Diversifikation, ein Diversifikationsbenefit, weil in der Regel die untereinander nicht so stark korrelieren. Es ist natürlich so, wenn Märkte sich sehr, sehr stark bewegen, also in großen Krisen, also wie zum Beispiel 2008, das war jetzt weniger für Krypto relevant, aber das sieht man halt in traditionellen Instrumenten, dann geht der Gesamtmarkt runter. Das liegt aber weniger daran, dass diese Stile korrelieren, sondern es liegt einfach daran, dass die Investoren versuchen, ihr Geld zu retten. Dagegen hilft nur eine gute strategische Asset Allocation und da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Slide. Das ist für viele vielleicht gar nicht so gewohnt. Die meisten kennen irgendwie nur Charts, in denen man so die Preisentwicklung sieht oder die Wertentwicklung von einem Asset. Aber viel wichtiger ist eigentlich die risikoadjustierte Rendite oder Sharpe Ratio. Warum? Weil man nämlich Rendite, das ist die linke, also die Y-Achse, im Vergleich zur X-Achse, also zu analysierten Risiko, in dem Fall Volatilität, in Verhältnis setzen muss. Denn nur dann kann ich wirklich sagen, ob eine Rendite im Verhältnis zum Risiko auch sinnvoll ist. Ich kann beispielsweise ein Aktienportfolio leveragen, dann kriege ich natürlich auch eine höhere Rendite, aber ich wandere sozusagen auf dieser Linie, die ist ja hier schon angedeutet, dann einfach weiter oben nach rechts. Was interessant ist zu sehen,
dass man hier Anleihen, Gold und Aktien wählt, sich hier so im unteren Bereich, so links unten tummeln und Bitcoin relativ weit oben rechts. Jetzt werden viele sagen, ja, aber Bitcoin hat doch so hohe Volatilitäten. Stimmt, aber dafür sind die Renditen auch entsprechend hoch. Das heißt, die Sharpe-Ratio von Bitcoin ist besser als in diesem Zeitfenster, als zum Beispiel Anleihen, als Aktien und als Gold. Das heißt, die risikoadjustierte Rendite, und das ist die entscheidende Nachricht von Kryptos, in dem Fall nur Bitcoin, ist höher als der traditionellen Assets. Jetzt, wie vorhin gesagt, wir haben aus diesem Universum der Fonds einen neutralen, wenn man so will, Bucket oder Topf. Das sind diese Crypto Fund Universe Neutral mit einer hohen Sharpe Ratio, aber auch einer geringen Volatilität. Und trotzdem, diese liegen dann, wenn man so will, sehr schön sogar noch oberhalb von Gold oder den anderen Asset-Klassen. Und wir haben aber sozusagen oben rechts, das ist das Beta, das ist dann eine Selektion aus diesen liquiden Beta-Fonds. Wenn ich die in ein gleichgewichtetes Portfolio packe, habe ich einen deutlich höheren Ertrag. Interessant dabei ist, dass die Sharpe Ratio gar nicht so weit auseinander liegt. Aber was mich stört, ist die Volatilität. Und wie man zeigen kann, den Scope hier ein bisschen sprengen, wie man zeigen kann, korrelieren Volatilität und Drawdowns sehr stark. Und Drawdowns, sprich maximale Verluste, sind insbesondere aus Investorensicht extrem kritisch. Warum? Weil man durch die Asymmetrie, die ich habe bei einem Verlust, das heißt, wenn ich beispielsweise 50% Verlust in meinem Portfolio habe, muss ich 100% Rendite generieren, um wieder nur auf meinen Ursprungszustand zu kommen. Deswegen ist Risikomanagement im Sinne von Verlustbegrenzung extrem wichtig. Wie macht man das? Nun, man fängt mit so einem Baukasten, man fängt damit an, dass man unten links sich beispielsweise so ein Market-Neutral-Portfolio aussucht, das definiert, über entsprechende Strategien, die diese geringe Volatilität bieten, und sucht sich dann ein Beta-Portfolio. Dieses Beta-Portfolio ist, wenn man so will, wie klassisch auch bei Aktien, eine Selektion aus einem mehr oder weniger homogenen, also Beta-Universum. Aber aus diesem Universum kann man dann auch Selektionen treffen, die gewisse Eigenschaften hat, die also zum Beispiel ein Optimum liefert zwischen Risiko und Ertrag. Und diese beiden Punkte kann ich jetzt mit verbinden. Und was man dann tut, ist, man sucht sich dann einen Bereich dazwischen, der also einer Kombination aus diesen beiden Polen, also aus 1 und 2. Und das ist eine klassische strategische Asset Allocation. Das machen Pensionskassen auch nicht anders. Und dann nimmt man im Prinzip diese beiden Pole und baut daraus ein Portfolio, was den Anforderungen, den Ansprüchen des Investors entspricht. Und sowas setzen wir dann entsprechend auch in einem Fund of Fund um, den wir jetzt in den nächsten Wochen mit einem strategischen Partner in der Schweiz dann auch lancieren werden. So, damit bin ich von meinem Teil fertig. Ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht Fragen noch sind oder natürlich. Okay. Natürlich, das war sehr interessant. Also ganz lieben Dank dafür. Ich nehme mal kurz die Folien raus, weil wir nämlich uns dann auch in die Augen schauen können. Mhm. Sehr gut. Das ist ja auch immer interessant. Also, es gab noch ein paar Fragen. Also, ich würde euch beide bitten, wir sind ja beim Trader-freundlichen Du, nochmal in den Chat und in die F&As reinzuschauen. Zum Beispiel gab es Fragen hin in Richtung Krypto, Algorithmen, Blockchain-Thematik, was es für Möglichkeiten gibt, sich da ganz neu mal reinzufuchsen, weil es ging ja schon sehr in die Tiefe, der Vortrag. Und der andere Punkt, den wir vielleicht in einer Minute noch mit einer ganz kurzen Antwort hier beantworten sollten, wäre, gibt es einen Unterschied zwischen Krypto, Euro und dem Fiat-Geld? Was ist da genau der Unterschied? Eine ganz kurze Definition. Soll ich das übernehmen, Felix? Ja, du hast das ja gesagt. Also sagen wir mal so, also der Euro ist immer noch der gleiche Euro. Also ob ich jetzt den Euro in meinem Geldbeutel, also es gibt ja den Euro in zahlreichen Formen, das muss man vielleicht vorneweg sagen. Ich habe den Euro im Geldbeutel als Schein. Aber eine kurze Antwort bitte. Das wissen wir, wir haben ja alle einen Geldbeutel. Naja, ich habe den Euro auch auf der Kreditkarte, auf dem Konto und überall. Und in Zukunft habe ich den Euro halt technisch gesehen auf dem Blockchain-System. Ja, das ist quasi die Antwort schon gewesen. Das heißt, wo der Euro gespeichert ist, technisch gibt es ganz, ganz, ganz viele Varianten. Aber der Euro ist immer der gleiche mit Inflation, ohne Inflation und so weiter und so fort. Super, genau, dann haben wir das auch aufgeklärt. Ganz lieben Dank und ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal in den Chat reinschaut und in F&A, da gab es noch 2, 3 ganz speziellere Fragen, die werden wir dann auch entsprechend so beantworten können. Danke euch beiden, bis bald. Okay, danke auch. Tschüss.
Ciao.